zusammen. Ich hoffe, euch geht's allen super gut und ich hoffe, ihr habt Bock auf eine Verlosung. Die gibt es nämlich heute wieder und heute verlose ich an meine ganzen YouTube-Abonnenten. Falls ihr noch kein Abonnent seid, könnt ihr gerne abonnieren, dann werdet ihr immer up to date gehalten, ob ich, wenn ich mal ein neues Video hochgeladen habe, wie es ja zurzeit täglich der Fall ist, ja. Und außerdem könnt ihr dann an dieser Verlosung teilnehmen. Das ist nämlich so Voraussetzung Number One, of course. Weil es ja ein Dankeschön an all meine lieben Zuschauer ist und ja, an die tolle Unterstützung von euch. So, was gibt's heute zu gewinnen? Das wollen natürlich alle wissen. Zum einen wieder ein Blush-Tint von Mimimi, diesmal in der Farbe Pussycat. Das ist ein Cheek und Lip... Ich drehe ein Video nach dem anderen, irgendwann fällt einem die Zunge aus dem Mund raus, ohne Scheiß. So. Das ist ein Lip and Cheek Tint und das könnt ihr auf eure Wangen auftragen und auf eure Lippen. Und dieses hier, damit habe ich die Erfahrung, das ist sehr lang anhaftend. Also das tönt eure Haut schon fast. Und wenn ihr euch dann abschminken wollt, dann kriegt ihr das Zeug fast kaum runter. Also ist eine ganz gute Sache, falls ihr jemand seid, der sich zum Sport auch schminkt. War das jetzt gutes Deutsch? Egal. Mir ist egal. Ihr wisst ja, was ich meine. Das ist auf jeden Fall mit dabei. Oh Gott, tut mir leid, falls ich total crazy bin gerade. Dann packe ich euch noch einen Nagellack mit rein. Und zwar diesen knallig roten, schimmernden Nagellack. Passend zur Weihnachtszeit von Annie. Und außerdem kommt noch hinzu eine Very Big Mascara. Die nennt sich Play It Big. Ultra Black, also die ganzen Mascaras geben ja damit an, dass sie Blacker than Black oder Ultra Black oder Blackest Black sind. So sieht die Mascara-Bürste aus. Plastikborsten. Und dann noch von Astor so einen, ja, Eyeshadow-Pencil. Der ist in so einem, oh Gott, ich will es nicht zerdrücken, grauen Anthrazitton. Schimmernd natürlich, ne, für Sexy Smoky Eyes, bestimmt gut als Grundlage geeignet. Dann von Avon, sowas ähnliches, aber in schmaler Form, so einen Glimmer Stick Diamonds. Also das verrät schon, dass es wahrscheinlich glitzert, ne? Wir gucken uns das mal an. Das ist die Farbe übrigens, Smoky Diamond. Also denke ich mal grau, Moment. Ja, passend zu dem anderen Stift auch so ein grauer Stift, aber ich finde, der, also so in Stiftform sehe ich da gar keinen Glitzer drin. Man weiß es nicht. Oh Gott, da hat mein Magen geknurrt. Ich hoffe, man hat das nicht gehört. Sorry, aber dafür kommt noch was hinzu, zu diesem Gewinnpaket. Nämlich von Planet Spa von Avon Shea Butter. Und da muss ich gestehen, ich habe dran geschnuppert. Also an die zukünftige Gewinnerin oder den zukünftigen Gewinner. Sorry, also da stand nämlich drauf, das ist afrikanische Shea-Butter und Chocolate Truffle. Und da war ich so neugierig, auch wenn ich es verlosen wollte. Ich habe es hier an der Seite aufgemacht, um dran zu schnuppern. Und oh mein Gott, riecht das krass schokoladig, aber auch sehr sahnig. So eine Mischung aus Schoki und Sahne, also eine Schokosahnetorte. Ja, genau, so kann man es beschreiben. Eine sehr schokoladige Sahnetorte. Und da sieht man auch so die Schokostückchen drin. Und das Coole an dieser Bodylotion ist, die hat auch so einen dezenten Schimmereffekt auf der Haut. Also die ist richtig, richtig cool, finde ich. Also man sieht auch, wenn man draußen guckt, dass es ein bisschen goldigen Schimmer hat. Eine sehr luxuriöse Bodybutter, muss ich sagen. Und ja, das waren die Sachen aus dem Gewinnpaket für heute. Und dazu schreibt ihr mir einfach etwas in die Kommentare, nämlich würde ich gern wissen, welcher Mensch ist für euch der wichtigste und warum? Also schreibt mir das in die Kommentare, wer für euch der wichtigste Mensch ist und aus welchen Gründen und bringt mich zum Rühren. Ja, das war's dann von der heutigen Verlosung und ich sag mal, bis morgen, bis zur nächsten Verlosung. Und vergesst nicht immer, es ist ganz wichtig, dass ihr auch die Informationen in der Infobox mitlest. Also nicht, dass ihr da irgendwas falsch versteht. Also, bis morgen. Ciao.